Naja, let's go. Knights of Domination League. Nach dem Restart wieder. Yo Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Knights of Domination League Racing Highlight auf meinem YouTube-Kanal Auge2Bay. Wir sind hier heute in Australien, Albert Park unterwegs und beziehungsweise Melbourne, Albert Park und starten hier von Position 9. Wie ihr gesehen habt. Allerdings ist die Strecke auch nass und das wird sich auch erstmal nicht ändern hier im Highlight. Wir werden hier erstmal versuchen, die erste Runde quasi zu überleben. Reifen sind kalt, wir hatten keine Einführungsrunde. Heißt, dementsprechend hatten wir wieder einen Restart diese Woche. Nicht schön. Hoffen einfach, dass das nächste Woche vielleicht einfach mal vernünftig läuft. Kann man letzten Endes nichts für, entscheidet immer die Serverleitung bzw. die Rennleitung. Und in Runde 1, wie man es bei den Bedingungen vielleicht auch schon erwartet hat, ein virtuelles Safety Car. Und dann, wie gewohnt, springen wir da erstmal wieder zum Restart. Ich kann euch jetzt schon mal vorwegnehmen, Night Vision wird uns erstmal nur so ein paar Ründchen vor der Nase hängen. Von Runde 1 geht es in Runde 3. Sind jetzt hier hinter Angelo und Night Vision. Wie gesagt, wir hatten ja den Fehler in Runde 1 in deinem Kiesbett, haben dann den Alex Albon gemacht, haben uns aber gut recovered. Hier war es sehr, sehr nah und ich habe mittlerweile sehr, sehr gut das Gefühl hier im Nassen in F1-24, was mich ziemlich verwundert, weil ich eigentlich nie so der Wet Driver war, aber dieses Jahr komme ich eigentlich recht gut damit klar. Natürlich ist es rutschig, aber man kann dieses Auto natürlich auch viel, viel einfacher korrigieren wie in F1-23. Deswegen ist da vielleicht auch ein bisschen Technik gefragt und vielleicht ist der Tobey da einfach ein bisschen technischer unterwegs. Hier kommen wir sehr, sehr nahe dran, da verabschiedet sich ein Red Bull. Auch sehr, sehr, ich sag mal, sieht man jetzt auch nicht so oft, dass sich ein Red Bull verabschiedet vom Rennen, wenn man die Formel 1 ein bisschen verfolgt. Deswegen ja, ein sehr ungewohntes Bild. Wie angesprochen, Runde 3, da haben wir noch hinter Night Vision hinterhergehangen. Runde 4 schnappen wir uns Night Vision. Sehr, sehr schönes Überholmanöver, haben seinen Fehler ausgenutzt da auf der Bremse und gehen einfach ohne Probleme dran vorbei. Ich dachte eigentlich auch, dass es jetzt ein bisschen weiter nach vorne geht, weil zu diesem Zeitpunkt habe ich echt gute Pace verspürt. Und für die Leute, die es nicht wissen, am Montag bin ich hier in der WOR in Tier 5 unterwegs. Debütsaison in der WOR, mal schauen, was da so geht. Ich hoffe, da bleibt es trocken. Und wir können genauso gutes Racing dort haben wie hier in der Knights of Domination League. Angelo, ja, macht mir jetzt erstmal ein bisschen, ich sag mal, den Weg nach vorne etwas schwerer, denn auch er fightet jetzt gerade mit Jones, auch ein richtig starker Fahrer hier auf den Intermediates gewesen. Ja, wie gesagt, wir hängen da ein bisschen hinter und kommen einfach nicht wirklich dran vorbei. Allerdings haben wir hier wieder einen Fehler, müssen auch Night Vision wieder dran vorbeilassen. Heißt, wir müssen uns wieder ja, noch einen weiteren Platz mehr holen, um wieder nach vorne zu kommen. Allerdings holen wir in derselben Kurve quasi Night Vision wieder zurück wie vorhin. Und auch das, ja, wobei das war, glaube ich, ein bisschen anspruchsvoller, weil er da aus dem Kiesbett kommt. Haben jetzt Reveal Tim im Rücken und müssen den in Richtung der schnellen Links-Rechts-Passage verteidigen. Er wird schnell in den Energiesparmodus wechseln und deswegen haben wir hier eigentlich nicht so die Probleme, außer dass wir eine Verwarnung kriegen, was auch wieder ein dickes Problem bei uns war, denn wir werden am Ende, das kann ich ja schon mal vorwegnehmen, wir werden am Ende 6 Sekunden Zeitstrafe haben und das wird uns definitiv die ein oder andere Position auf jeden Fall ja, kosten. Schaut auf jeden Fall bis zum Ende, dann seht ihr, welche Position es uns kostet. Denn der Rennverlauf ist bisher auf jeden Fall ziemlich positiv. Wir befinden uns jetzt natürlich eher auf der Qualifikationsposition, wo wir das Rennen gestartet haben. Halb so wild, wenn man bemerkt, dass wir zwei, oder sagen wir mal, im Sinn sich ruft, dass ich schon zwei Fehler gemacht habe, die eigentlich ja mich auch hätten nach hinten spülen können, also komplett nach hinten spülen können. Aber wir haben uns gut recovered, sind auf Platz 8 und greifen jetzt, beziehungsweise versuchen jetzt Angelo anzugreifen. Aber hier tut sich einfach erstmal gar nichts auf der Geraden, obwohl wir sehr, sehr guten Straightline-Speed haben. Ich war auch sehr, sehr zufrieden mit dem Setup, muss ich sagen. Hat mir echt gut gefallen.
Hier durch die Kurve sind wir sehr, sehr gut eigentlich immer gewesen. Da haben wir ein bisschen Übersteuern gekriegt mit Corner und haben hier halt nicht den Exit erwischt, weswegen wir Angelo hier nicht angreifen können. Springen allerdings zu der Sequenz, wo wir Angelo dann in Runde 8 überholen. Haben das jetzt nicht wirklich gut vorbereitet, um ehrlich zu sein, sondern haben einfach nur unsere ganze Batterie leer gedrückt. Denn ich glaube auch, Angelo hat sehr, sehr viel ERS gebraucht, um überhaupt vor mir zu bleiben. Deswegen können wir hier mehr oder weniger auch einfacher dran vorbeiziehen. Reveal Tim versucht auch dahinter noch weiter nach vorne zu kommen. Deswegen haben wir hier versucht, erstmal durchzupushen. Hier habe ich gemerkt, Angelo kommt da immer sehr, sehr gut raus aus dieser Kurve. Hat diese Kurve auf jeden Fall sehr, sehr gut im Griff und hat sich da einmal kurz im Spiegel gezeigt bei mir rechts, aber hat uns jetzt erstmal nicht wirklich beeinträchtigt. Safety Car in Runde 9 heißt, wir gehen in die Box, werden Intermediates holen. Das Rennen wird zu diesem Zeitpunkt, beziehungsweise unser Wetterradar zeigt an, dass es nur noch 10 oder 20 Minuten, 20 Minuten leichter Regen noch da ist. Deswegen gehe ich jetzt nochmal auf die Intermediates, um da einfach einen frischen Reifensatz zu haben. Allerdings habe ich mir schon gedacht, ihr seht es ja auch hier im Video, die Fahrlinie ist schon ziemlich trocken bzw. sehr, sehr gut trocken gefahren. Das heißt, es ist nicht mehr lange zum Crossover und der Crossover heißt, dass man dann halt einfach nochmal hier eine tricky Situation für die Box, da bleibt Joel einfach stehen. Also der Crossover ist der Punkt, wo man entscheidet, gehe ich jetzt von den Regenreifen auf die trockenen Reifen oder halt andersrum, je nachdem wie man es halt sieht. Wenn es aufhört zu regnen oder wenn es anfängt zu regnen. Wir entscheiden uns jetzt hier, wie gesagt, nochmal für einen Intermediate-Stint. Springen dann in Runde 14, sehr, sehr lange Safety-Car-Phase gehabt, springen dann in Runde 14 zum Restart. Den meistern wir dann eigentlich recht gut. Haben nicht so viel Temperatur in die Reifen gekriegt. Das ist nochmal so ein Punkt, den ich fürs Training in Bezug auf den Montag auf jeden Fall in Betracht ziehen werde. Ich werde meine Reifen versuchen ein bisschen besser zu managen, beziehungsweise, weil ihr seht es hier, ordentlich Probleme gehabt. Sofort zu Joel, knapp eine Sekunde verloren und Angelo ist wieder dran. Mit dem hatten wir auf jeden Fall ein sehr, sehr schnickes Duell. Können das aber auch verteidigen jetzt erstmal, da er über außen eher nicht so viel Platz hat, da dran vorbeizugehen. Gerade im Regen ist es sehr, sehr schwierig, da vorbeizugehen. Haben hier aber auch nochmal einen richtigen Code Brown Moment. Safen den richtig gut. Konnten uns dann ein wenig absetzen von Angelo, mittlerweile 0,8 Sekunden, und haben uns dann Joel gepackt, beziehungsweise der hatte einen kleinen Fehler und konnten somit aufschließen. Und ja, jetzt geht es hier gerade um Position 5. Allerdings passiert es mir, wie ich vorhin angesprochen hatte, dass wir hier 3 Sekunden Zeitstrafe kriegen und quasi jetzt mit einer späten Safety-Car-Phase, wisst ihr selber, mit 3 Sekunden oder auch 6 Sekunden, die wir dann am Ende netto haben, ist es dann halt schon echt ziemlich schwierig da überhaupt in den Punkten zu bleiben. Allerdings, wie gesagt, schaut mal einfach bis zum Ende, denn die Podiumsplätze sind auch nicht so weit weg. Und ja, da müssen wir einfach weiter fighten und das Beste einfach daraus machen. Wir kommen aber auch nicht wirklich hier an Joel dran vorbei. Muss jetzt allerdings sagen, zu diesem Zeitpunkt bereite ich jetzt gerade einen Overtake vor für nach der Links-Rechts-Passage. Ihr seht es, ich benutze viel, viel länger das ERS in der Hotlap. Werde dann hier versuchen, so viel reinzufeuern wie geht, dass wir dran vorbei bleiben. Auto bleibt recht stabil und jetzt ist es natürlich mehr oder weniger ein einfaches Überholmanöver, denn wir sind ziemlich früh vorm Bremspunkt an Joel dran vorbei und können somit das Überholmanöver vollziehen. Wir sind damit auf Platz 5. 3 Sekunden Zeitstrafe und auch Angelo hat 3 Sekunden Zeitstrafe, allerdings 1,5 Sekunden hinter mir Angelo und dann 1,5 Sekunden hinter Angelo ist der gute Joel, das heißt, ich würde gerade auf Platz 6 bleiben. Virtuelle Safety Car changed aber ganz schnell in ein richtiges Safety Car, heißt, wir werden ordentlich Probleme kriegen zum Ende des Rennens und jetzt folgt halt einfach dieser Mega Gamble, den ich angesprochen hatte. Es wird jetzt trocken, aber ich bin einfach viel zu früh in die Box gefahren. Ich bin einfach hier mit dem Strom quasi in die Box gegangen. Heißt, die gehen alle auf die Slicks, ich gehe auch auf die Slicks. Und es war, kann ich euch schon mal vorwegnehmen, ziemlich, ziemlich schwierig, da die Hitze reinzukriegen und da überhaupt das Auto auf der Strecke zu halten. Und ja, wir müssen jetzt einfach hier mal beim Restart gucken, was der Tobey hier veranstaltet. Viel auf den Mediums, viel auf den Softs. Aber ihr seht genau, auch jetzt die Autos vor mir, die stehen alle quer. Das ist richtig, richtig schwierig, hier Temperatur reinzukriegen in den Reifen gerade.
und es ist gerade noch Intermediates-Wetter. Es ist einfach gerade noch vorm Crossover und ihr werdet es jetzt gerade sehen. Es wird ziemlich schwierig für mich, das Auto zu halten. Ich drehe mich, Traktionsverlust auf der Hinterachse und dann geht es für mich in die Wand mit einem gelben Flügel. Und ziemlich weit nach hinten. Wieder alles versaut in der letzten Kurve. Ziemlich weit nach hinten. Jones hier noch auf den Intermediates. Der hat wahrscheinlich den richtigen Call gemacht. Ihr seht es auch, wie der wegzieht. Der hat ordentlich Grip. Und ja, ich ärgere mich einfach zu diesem Zeitpunkt. Denn es passiert nicht mehr viel. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Und viel Spaß mit meiner Reaktion. Und haut da rein. Ja, Leute, ey, war jetzt nicht das geilste Rennen, aber ich denke, hat Spaß gemacht zuzugucken. Ach, Junge, Alter, wieder so ein dummer Fehler, ey. Das darf am Montag in der WOR nicht passieren, Alter. Gerade nicht an der Position, Mann.